Cafeteria Milchreis und den esse ich total gerne. Ja, ich auch. Komm, lass uns schnell in die Cafeteria gehen. Leute, habt ihr mitbekommen? Heute gibt's diesen leckeren Milchreis. Komm, wir müssen uns beeilen, bevor sich alle wieder vordrängeln. Ich will auf jeden Fall eine große Portion haben. Ah, Hanna, da bist du ja. Wir wollten ja heute zum Mittag gemeinsam essen. Ja, super, Sven. Komm, wir gehen schnell in die Cafeteria. Heute Mittag gibt es Milchreis. Leute, es ist der erste Tag, an dem es mega cooles Essen gibt. Also Milchreis. Und jetzt essen alle in der Cafeteria. Wie cool ist das denn? Ach, hey, Louis, wollt ihr auch in die Cafeteria? Wir waren aber zuerst da. Wir stehen vor euch in der Schlange. Louis, wir waren wirklich früher schon da. Nicht, dass du mir wieder unterstellst, dass ich mich vordrängeln möchte. Ja, nee, du Drängler nach hinten. Also, ihr wart da garantiert nicht vor uns. Vielleicht Hanna, aber du nicht. Du warst ganz, ganz hinten, habe ich gesehen. Was? Das stimmt doch gar nicht. Hanna! Ach Mann, Louis, geht das jetzt schon wieder los? Nein, Sven und ich stehen vor dir in der Schlange. Naja, jetzt nicht mehr. Komm, lass mich einfach durch. Ich will nach ganz vorne in die Schlange. Nein, wir sind vor dir. Kinder. Immer mit der Ruhe. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Lass mich mal vor. Ich will Milchreis. Ach, klasse. Die Cafeteria ist heute super gut besucht. Heute gibt's ja zum ersten Mal Milchreis. Und ich glaube, ich werde mir auch mal eine große Portion nehmen. Ich liebe Milchreis. Jetzt aber flott, bevor mir die Schüler zuvorkommen und nichts mehr übrig ist. Oh, irgendwie tut mein Bauch mir weh. Habt ihr auch? Ich habe irgendwie auch total Bauchschmerzen. Und irgendwie muss ich immer pupsen. Oh Mann, ich hab grad gefurzt. Ich hoffe, die riechen das nicht. Oh doch, ich rieche ja schon das Müffel. Oh Mann, Moritz, ich hab grad aus Versehen gefurzt. Es stinkt jetzt hier voll. Tut mir echt leid. Oh, ich weiß nicht, ob das am Essen lag. Ich glaube, das ist mir nicht so gut bekommen. Mein Bauch tut so weh. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. So, liebe Schüler, die Stunde geht los. Bitte einmal alle die Hausaufgaben rausholen. Hefte raus. Zack, zack. Frau Pink, tut mir leid, könnte ich einmal auf die Toilette gehen? Fiona, es war gerade große Pause, also große Mittagspause. Eigentlich geht das jetzt nicht. Tut mir leid, aber ich muss ganz dringend auf die Toilette. Also so geht das jetzt eigentlich nicht. Ich meine, wir wollten gerade mit dem Unterricht starten. Frau Pink, ich muss auch mal ganz dringend auf die Toilette. Moment mal, was ist denn jetzt los? Wollt ihr euch alle vor den Hausaufgaben drücken? Frau Pink, wir müssen auch mal auf Toilette. Das gibt es doch nicht. Was soll das denn jetzt? Alle Schüler haben den Klassenraum verlassen. Hm? Letzte Reihe leer, erste Reihe leer. Wo sind die denn alle? Hey, kannst du mal ein bisschen schneller machen? Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Hallo, aufmachen, Beeilung, Beeilung. Ihr könnt doch nicht so lange die Toilette besetzen. Es wollen noch andere auf Toilette. Hallo, aufmachen. Hey, Louis, du bist auch da? Hast du auch Bauchweh? Oh ja, Hanna, ich habe auch Bauchschmerzen. Ich glaube, das Essen ist nicht so gut bekommen. Ich weiß nicht, der Milchreis, der hat zwar lecker geschmeckt, aber ich glaube, ich kann es dir sonst nicht anders erklären. Oh nein, jetzt schon so eine Schlange vor der Toilette. Oh, ich muss trinken. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Leute, kann ich vor? Bei mir ist es ganz, ganz dringend. Ich muss so auf Toilette. Oh Mann, Leute, bei mir ist es viel dringender. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch aushalte. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwo auf Toilette. Also, das lasse ich so nicht mit mir machen. Ich verstehe das nicht. Gerade sollte der Unterricht losgehen und jetzt hatten sie alle die Ausrede, dass sie dringend auf Toilette müssen. Was ist denn da los? Ich werde mich bei der Schulleiterin beschweren. Oh, aus dem Weg. Frau Pink, aus dem Weg. Ich muss auf Toilette. Frau Pink, zur Seite. Hey, was rempeln Sie mich an, Herr Ritter? Was habe ich Ihnen getan? Also, meinte der gerade auch, er müsste dringend auf die Toilette? Also, ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich werde jetzt mit der Schulleitung sprechen und mich beschweren. Also so geht das nicht, das lasse ich nicht mit mir machen. Oh nein, hoffentlich schaffe ich es noch zur Toilette. Es ist noch so ein langer Weg zur Toilette. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich es noch aushalte. Klopf, klopf, klopf. Hier ist die Frau Pink. Ich hätte da mal ein Anliegen. Hä? Frau Schulleiterin? Wo sind Sie? Also die Schulleiterin ist nicht da. Also jetzt will man schon mal Beschwerde einreichen? Und dann ist die Schulleiterin nicht da? Was ist denn da los? Frau Pink, Moment mal gerade. Ich bin da. Hä? Wo kam das denn her? Ich habe eine Stimme gehört. War das in meinem Ohr? Oder habe ich hier wirklich was gehört? Ich sehe doch hier niemanden. Frau Pink, hier. Oh, ich habe auf einmal so Bauchweh. Ich musste mich mal ganz kurz hinlegen und einmal kurz lang machen. Huh? Da sind sie. Oh gut, ich hatte keine Stimme im Ohr. Was? Sie lagen hier auf dem Boden? Sie haben Bauchschmerzen? Ach ja, also das muss an dem Essen liegen. Heute gab es ja zum ersten Mal in der Cafeteria Milchreis und ich habe den anscheinend gar nicht vertragen. Vielleicht war der ein bisschen schlecht oder so. Oh, mir geht's so elend, Frau Pink. Ah, okay, das erklärt.
ist schon an mir vorbeigerast und wollte auf die Toilette und eigentlich alle meine Schüler sind auf der Toilette. Haben die etwa alle heute Mittag in der Cafeteria gegessen? Ja, ihre Klasse, die habe ich auf jeden Fall in der Cafeteria gesehen. Alle hatten eine große Portion Milchreis. Ich glaube, ich muss auch noch mal auf die Toilette. Na, da bin ich mal ausnahmsweise froh, dass ich heute ein Butterbrot dabei hatte. Eine Stulle, die ich mir zu Hause geschmiert habe. Gut, dass ich nicht in der Cafeteria gegessen habe. Ey, Leute, jetzt drängen doch nicht so. Ich bin auf jeden Fall als nächstes dran. Es ist ganz dringend bei mir. Also ich bin der Nächste. Ich habe gerade schon jemanden vorgelassen. Und jetzt kommt jetzt keiner mehr vor mir auf Toilette gehen. Oh Mann, die Schule braucht mehr Toiletten. Wieso haben wir nur eine Toilette? Oh nein, Kinder. Wieso ist hier so eine lange Schlange? Ich muss... Lehrer dürfen zuerst auf Toilette. Los, macht Platz. Hä, warum haben Sie eigentlich keine Lehrertoilette? Das ist die Schülertoilette. Platz da. Lehrertoilette? Das schaffe ich nicht mehr. Also, wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehen kann, dann gibt es hier ein ganz großes Unglück. Tut mir leid, Frau Pink, aber ich muss jetzt ganz dringend los. Oh, mein Bauch tut so weh und... jetzt muss ich aber ganz, ganz, ganz dringend auf die Toilette. Oh Mann, oh Backe, das tut mir wirklich leid für die ganzen Schüler und auch unsere Schulleiterin und das Lehrerkollegium. Sind jetzt etwa alle krank? Da lobe ich mir mein Butterbrot. Oh nein, jetzt ist es da auch noch so voll. Boah, ich muss auf die Toilette. Entschuldigung, Frau Direktorin, aber Sie können sich hinten anstellen. Wir müssen auch alle aufs Klo. Ich kann mich jetzt ja hier nicht vordrängeln. Also, mit den Schülern schimpfe ich immer, wenn die sich irgendwo vordrängeln. Aber ich halte es kaum mehr aus. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schultoiletten. Oh nee, wir haben jetzt hier keine Schultoiletten. Ich glaube, ich kenne keine andere Lösung. Liebe Schüler, hört mir einmal zu. Der Unterricht ist hiermit beendet. Geht alle zu Hause auf eure Toiletten. Wir haben hier nicht genug Toiletten. Und ich glaube, alle haben Bauchweh. Der Milchreis in der Cafeteria war schlecht. Oh, schnell ab nach Hause. Oh, schnell auf Toilette, bevor Louis zu Hause die Toilette blockiert. Oh nein, Hannah, jetzt haben wir ein bisschen früher Schulschluss und jetzt haben alle Bauchschmerzen. Oh Mann, das ist echt viel Pech. Hannah, aus dem Weg, ich gehe zuerst nach Hause. Ich muss unbedingt aufs Klo. Nein, ich bin erst dran. Oh, bei mir ist es ganz besonders dringend. Hey, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!